Okay, da fasst du ein heißes Eisen an, aber ich glaube, auf dieses heiße Eisen müssen wir kommen. Und zwar sowohl auf Luzifer als auch auf Voll. diese Wokeness, die du gerade ansprichst. Ja, Ja, weil, pass auf, die ich bringe es Leute mal. wollen ja, die Leute wollen ja, oder? Naja. Ja, habe ich aber Wollen auch bei der schon ganz viel, doch viele Techniken erlebt, die du jetzt als satanisch beschreiben würdest. Also durch Breathwork oder durch Kundalini-Yoga oder durch Schamane. Ja. Da passiert ja Es dasselbe. ist was ganz Spannendes, wo ich zum Beispiel auch, lass uns bitte darüber reden, weil ich will da unbedingt die Wahrheit hören, vielleicht. Ja. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast, nämlich den Alistair Snowley. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Video. Vielleicht stellst du dich ganz kurz den Zusehern vor, die dich noch nicht kennen. Ah, okay. Ja, grüß dich, Tizian. Danke erstmal natürlich für die Einladung. Ja, möglicherweise kennen mich die Leute von Radio Emergency. Da mache ich mit meinem Co-Host Kevin einen Podcast seit 2 Jahren, so ein bisschen der Nachfolger der Frank Stoner und Amok Alex Show. Die Nachtmeerfahrten, das ist eigentlich so mein Hauptprojekt. Ich habe auch einen privaten Channel, der Elistan Snowley heißt, also wie mein Künstlername im Internet. Und der ist aber jetzt gerade noch so ein bisschen im Aufbau, weil man immer so ein bisschen ein Konzept finden muss, weil man merkt, oh, selber was zu produzieren ist wirklich anstrengend, wenn man nicht diesen Dialogpartner hat. Ja, deswegen freue ich mich auch heute auf das Interview, weil sowas ist halt immer, da fließt es einfach. Ja, das ist keine Arbeit, sondern das ist ein Gespräch, das ist halt diese Magie der Kommunikation irgendwie. Und ja, wir wollen ja heute dann so ein bisschen über Magie sprechen und so, das wird Tizian gleich einleiten. Ich muss sagen, ja, wie gesagt, es ist definitiv eins meiner Themen. Was ich aber eigentlich mache, also auch beruflich, das ist Astrologie und Human Design. Also ich sehe da ganz, ganz stark den individuellen Weg des Menschen, sagen wir es auch so. Ich denke auch darüber, wann wir heute sprechen, ja. Also, dass ich auch tatsächlich glaube, um schon mal kurz ein bisschen vorzugreifen, für die einen kann es korrekt sein, sich mit Magie zu befassen, während es für die anderen in der Katastrophe endet. Aber das werden wir alles rausarbeiten und ja, in medias res, würde ich sagen. Super, legen wir los. Ja, also wir müssen vielleicht ganz am Anfang anfangen mit der Definition, denn das ist ja schon das erste Problem, dass viele Leute eben ganz andere Dinge meinen bei den Worten, die sie verwenden. Ja, wenn ich jetzt von Magie rede, dann meine ich sozusagen wirklich damit das, was man früher gemacht hat. Also richtig zaubern, die Realität manipulieren, sozusagen mit irgendwelchen Energien arbeiten, Wesen beschwören. Oder irgendwas machen, was mit Illusion zu tun hat. Also zum Beispiel auch Leuten eine Vision in den Kopf rein tun, ist für mich auch sehr magisch zum Beispiel. Genau, alles, was so irgendwie mit Illusion zu tun hat und vor allem, ich meine damit wirklich so richtig den rituellen Charakter, wo man mit Wesen arbeitet, Geister beschwört, mit Energien und so weiter. Das verstehe ich darunter. Ja, es ist sehr wichtig, dass du so einleitest, Tizian, weil, also wir können gerne über das sprechen, weil klar, wenn das ist, was du unter Magie verstehst, womit ich natürlich auch was anfangen kann, dann sprechen wir darüber, ja. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie ich Magie definiere, und speziell, weil ich Astrologie mache und Human Design, Human Design ist letztendlich eine Form der Astrologie, eine moderne Form der Astrologie, ja, dann würde ich sagen, in Indien gibt es ja diesen Ausdruck, den du sicher auch kennst, der Maya, ja, der Illusion, wie du schon gesagt hast. Also die Welt ist Maya. Was wir hier sehen, die Welt der Form ist die Illusion, weil sie veränderlich ist. Es ist nicht die ewige göttliche Welt, wo kein Wandel stattfindet, sondern es ist diese Welt der Vergänglichkeit, wo alles entsteht und vergeht. Ja? Und meine persönliche Definition von Magie wäre tatsächlich die Mechanik der Maya. Also so wie ja, wie dieses Spiel hier funktioniert. Also wenn du dir das hier als Videospiel, als Simulation vorstellst, und ich weiß nicht, ob du da dabei bist, ich weiß, das ist ja auch umstritten, ja. Aber wenn wir das mal so ein bisschen sehen, dann wäre Magie für mich, du versuchst da die Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, ja, in diesem Spiel. Deswegen, klar, es hat definitiv auch viel mit
Psychologie dann zu tun. Aber für mich wäre es erstmal so eher der Anspruch, dieses Rätsel zu knacken, weißt du? Also wie funktioniert die Welt der Form? Ja? Was ist hier die Gesetzgebung letztendlich, die wahre Gesetzgebung? Ja, und was würdest du sagen, ist die wahre Gesetzgebung? Von wem kommt die? Oh, ja, jetzt gehen wir gleich richtig tief rein, ne? Ja, wahrscheinlich. Also für mich ist das eine ganz simple Sache, oder? Diese Gesetze, die sind vom Schöpfer des Universums kreiert von Gott, worden, ja, klar. Sich ausgedacht worden. Und deshalb glaube ich halt, dass der beste Weg, den man als Mensch gehen kann, wenn man halt einfach probiert, sich an Gottes Regeln auch zu halten und mehr sich da die Verbindung zu stärken und ihn im Leben zu haben, anstatt sozusagen probieren, selber Gott zu spielen, was ja meiner Erfahrung nach das Endstadium ist von jemand, der Magie macht. Also zumindest, wenn es dann wirklich in die professionelle Richtung geht, gerade, ist irgendwann immer so, dass die Leute dann halt selber entweder ein Gott sein wollen oder sie arbeiten halt mit irgendwelchen Unterweltgottheiten zusammen und was man halt, ja, genau. Und das ja, ist für mich halt schon ein bisschen satanisch. Okay, ja, boah, da kommen jetzt gleich zwei richtig spannende Fragen auf, die wir natürlich da möglicherweise diskutieren werden. Einmal, was verstehen wir unter Gott? Ich persönlich habe dir in den E-Mails vorher geschrieben, ich würde mich, wenn, als Mystiker oder genauer noch als Gnostiker bezeichnen. Und ich weiß nicht, wie sehr du dich mit der Nakamadi, mit den gnostischen Schriften, mit sowas wie der Pistis Sophia beschäftigt hast. Also die Gnostiker waren ja jetzt endlich frühe Christen, heretisches Christentum, also diese ganzen apokryphen Schriften, wie man sie nennt, die es nicht in die Bibel geschafft haben, ja, wegen, ja, also wie bei so einer Videospielreihe, die gehören halt nicht offiziell dazu, die haben es nicht in den Kanon geschafft, ja. Und die Gnostiker haben ja unterschieden, praktisch zwischen dem Demiurgen, also das, was bei den Freimaurern der große Architekt ist, ja, und einem wahren Gott, der unerkennbare Gott, also über den du tatsächlich nichts aussagen kannst, also wo auch tatsächlich, wo kein Idol, wo keine Statue möglich ist, weil dieser unerkennbare Gott, der ist so transzendent, über den kannst du nichts aussagen. Und für die Gnostiker war dieser vor allem alttestamentarische Gott eben der Demiurg, der Baumeister, ja. Und ob der jetzt gut oder böse ist, das ist selbst bei den Gnostikern umstritten, weil die Gnostiker, die sind erstmal nur heretisches Christentum. Und heretisches Christentum ist alles, was nicht offiziell katholische Kirche ist. Das heißt, weißt du, da gibt es dann auch ganz viele verschiedene Sekten. Das heißt, die einen, die verteufeln den alttestamentarischen Gott, weil der hat die Welt der Form hier geschaffen. Das heißt, du bist hier in der Welt der Form geschaffen, tatsächlich in diesem Bild der Matrix, ja, im schwarzen, eisernen Gefängnis, wie das Philip K. Dick nennt, so ein bekannter Science-Fiction-Autor. Das heißt, der Typ ist letztendlich tatsächlich der getarnte Satan, wenn du so willst. Während die anderen Gnostiker eher sagen, okay, es ist halt so eine Hierarchie, ja, es gibt den transzendentalen Gott, der wirklich jenseits von jeglicher Polarität ist und dann wie so ein Abteilungsleiter kommt praktisch irgendwann der Demiurg und der ist für die Welt, für die stoffliche Welt verantwortlich. Ja? Das heißt, das ist mal das eine, ja, da kannst du ja gleich ein bisschen was drüber erzählen, was du unter Gott verstehst. Ja, für mich ist es halt, also bei mir gibt es ja ganz einfache Erklärung, das ist einfach der Schöpfer des Universums und der ist sozusagen nicht böse, sondern gut. Ja, und liebt Menschen und tut sie hier auf der Erde prüfen, ja, und sozusagen Bewusstseinsentwicklung ermöglichen. Genau. Okay, also so wie es in der Genesis steht, ne? Wobei ja selbst bei der Genesis gibt es so ja diese zwei Varianten. Allgemein unter den religiösen Leuten in verschiedenen, also im Islam oder im Christentum, so wie es beschrieben wird. Einfach der Schöpfer, der das Universum sozusagen erschaffen hat. Ja, aber das würde mich doch gleich mal bei dir interessieren, weil du wirst dann die Bibel ja ein bisschen kennen. Warum gibt es denn von der Genesis gleich am Anfang der Bibel dann diese beiden Geschichten, die sich so ein bisschen unterscheiden irgendwie? Ja, das Ding ist bei den zwei Schöpfungsberichten ist ja, dass der erste ungefähr doppelt so alt ist wie der andere. Das ist natürlich ja eine sehr spannende Sache und ich weiß ja nicht die Antwort darauf. Ja, ja. Ja, genau. Also es gibt halt eben diese Paradoxa und klar, okay, du hast gesagt, der wäre an und für sich gut. Das heißt, du würdest... Ja, klar. Also weil für die Gnostiker geht es halt vor der Genesis los. Weißt du, die Gnostiker... Ja. Aber also findest du, glaubst du, Gott ist nicht gut, oder wie? Nein. Ich glaube, das wäre dann die Verteufelung
der Welt letztendlich. Also du wirst ja merken, wir sind in vielen Punkten wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander. Wenn du sagst, dieser Gott, dieser Schöpfer, der, ja, Schöpfer, da ist es ja drin, der ist verantwortlich für das, was geschöpft wurde. Ja, weil die Gnostiker sagen ja tatsächlich, eigentlich vor der Genesis geht's los, ja. Tatsächlich, bevor der Geist da auf das Wasser kommt und so, das, was vorher war, ist eigentlich interessant, weil da, wo die Schöpfung losgeht, da fällst du ja schon ins Stöffliche. Da hat der Fall schon begonnen, da geht die Dualität los, da geht die Spaltung los. Ich glaube allerdings auch, ohne die Spaltung ist es nicht möglich, die Welt so zu erfahren. Das heißt, ich würde das nicht zwangsläufig als Fehler sehen. Und ich sehe es tatsächlich auch nicht so, dass die Schöpfung was Böses ist, weil du wirst von den Katharern gehört haben. Montségur und so, ja, die Katharer waren ja diese Leute, die dann von den Kreuzzügen ausgelöscht wurden, das waren Hardcore-Gnostiker, bei denen gab es am Ende so einen rituellen Selbstmord, also das waren sowieso totale Asketen und am Ende haben die sogar so einen rituellen Selbstmord entwickelt, weil sie sagen, das Leben, der Körper, das ist so schlecht, das ist so wenig wert, ich will mich doch eigentlich komplett vergeistigen. Ich kann mich genauso gut zu Tode hungern oder was weiß ich, was die da für Praktiken hatten, ja, weil sie einfach das stoffliche Leben so sehr abgelehnt haben. Ja? Das heißt, das halte ich auch für einen fanatischen Trip, wenn du so willst. Und ich glaube eben, das wird jetzt der spannende Punkt sein, weil du ja praktisch dieses Magie, das möglicherweise dämonische, was auch immer, ablehnst. Na, ich tue es nicht ab, also schau her, ich tue es nicht ablehnen sozusagen. Sondern ich sage einfach, man muss einfach halt klar wissen, was von welchem Meister kommt sozusagen, ja. Ja, und, pass auf. Ja. Ich wollte nur sagen, um mich das zu Ende zu führen zu lassen, das, was für mich oft als das Dämonische verstanden wird, ist tatsächlich für mich die Kraft, die, wenn du das menschliche Chakrensystem mal siehst, was irgendwie aus der Wurzel kommt, was aus der Erde kommt, also was aus dem weiblichen Prinzip kommt. Das heißt, wenn du jetzt mal die Erde, das Stoffliche irgendwie vielleicht auch als das Weibliche, vielleicht irgendwie ein bisschen die Göttinnenkraft bezeichnet. Dann hast du halt diesen Matrix. Genau, richtig. Dann hast du einerseits die Erde und andererseits den Himmel. Ja. Dieser Schöpfer, dieser gute Schöpfer, den würde man auch traditionell eher vielleicht ein bisschen da oben annehmen. Und für mich ist diese Kraft, die aus der Erde kommt, ganz oft das, was als dämonisch verstanden wird, auch deswegen, weil diese Kraft, die aus der Wurzel kommt, also die nicht intellektuell ist, sondern ja, die aus dem ganz unten, aus dem Körper kommt, ganz vom Boden der Wirbelsäule, ja. Was die Leute im Kundalini-Yoga wecken und durch ihre schamanischen Praktiken und so, die haben ja deswegen ihre Schüttelzustände und alles, was dann so ein bisschen wie dämonische Besessenheit aussehen kann, weil diese Kraft aus der Wurzel so intensiv ist, ja. Also die hat nicht diese Feinheit, nicht diese Subtilität wie diese geistigen Welten, sondern das ist eine viel, viel ungezügeltere, stärkere Kraft, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Kraft viele überfordern kann, dass man auch tatsächlich große Schindluder damit treiben kann. Aber ich würde sie eben keinesfalls als dämonisch sehen, wenn man dämonisch jetzt mit böse konnotiert, ja. Okay. Ja, safe. Also das sehe ich halt anders. Ja, weil im Endeffekt, also ich weiß nicht, du hast sicher schon einmal mit den Big Boys sozusagen einmal die beschworen oder sowas, oder? Kommt drauf an, ich glaube, jeder hat da einen ganz individuellen Weg, weißt du? Okay. Aber das, schilder gerne deine Erfahrung. Was mir aufgefallen ist, dass die Leute, die halt mit diesen, was die Wesen, die jetzt du als einfach als Wurzel, als Kraft der Erde bezeichnest, oder? Die tun den Leuten, den Menschen dazu bringen, süchtig zu werden, zu lügen, zu stehlen, Scheiße zu machen, Gewalt zu machen oder Drogen zu nehmen. Für mich ist das jetzt nichts Positives und ja. Ja, verstehe. Zu morden zum Beispiel, die Blutopfer zu machen und Zeug. Ich meine, sie tun sich dann halt immer rausreden und sagen, ja, wir sind halt nur da, um den Menschen sozusagen seinen Schatten zu zeigen und Ding. Also das ist ja auch eine Eigenschaft, die man dem Teufel zuschreiben muss, ist, dass er halt sehr gut die Sachen kompliziert irgendwie erklären kann und dann super Anwalt ist sozusagen. Aber im Endeffekt, wenn man sich halt die Ergebnisse anschaut, die das im Leben der Menschen produzieren, die was es praktizieren, dann sind es halt immer schlechte. Ja. Diese Beispiele, die du gerade nennst, klar,
Ich streite nicht ab, dass schreckliche Dinge passieren. Der Punkt, das Argument, das ich so ein bisschen an der Stelle bringen würde, aus meiner subjektiven Erfahrung als Astrologe tatsächlich auch. Weißt du, das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob du in diesem ganzen Wassermann-Zeitalter-Ding dann dabei bist, weil das ist ja an sich erstmal nichts Christliches, sondern geht eher in die Richtung New Age, ein Begriff, den ich auch nicht mag, wie auch immer, aber dieser ganze Wassermann-Zeitalter-Zyklus, der leitet sich ja ab von astronomischen Gegebenheiten, ja. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern da ein Christ dabei wäre, weil ein Christ ja vielleicht sagt, ich gehe darüber hinaus, ja. Selbst die Planeten sind ja wie so eine gewisse Matrix, die mich gefangen halten. Verstehe ich übrigens den Gedanken. Ja. Dennoch glaube ich, dass es gewisse Qualitäten gibt, gewisse Räder und einen gewissen Zeitgeist, gegen den du dich nicht stellen kannst. Und dieser Wechsel, der tendenziell von der Energiequalität meiner Ansicht nach stattfindet, also von diesem Fischezeitalter, wo Jesus Christus letztendlich der Avatar war, hin zu dieser Wassermann-Qualität, ist ein Wechsel von was Kollektivem. Also wir verlieren uns in einer generellen moralischen Ideologie. Ja, Fisch ist immer was ganz, ganz Kollektives. Das heißt, da gibt es auch da eine Gesetzgebung, die für alle gilt, ja. Mit Codex Hammurabi und Moses und dann bis hin zu Napoleon und dann ins Dritte Reich ging das weiter, ja. Das heißt, man hat immer versucht, so einen Moralkodex für alle zu finden. Und das funktioniert in der Fischequalität. Aber Wassermann ist dann eben was ganz anderes. Da geht es um das Individuum, ja. Und ich glaube eben, um zurück zum Dämonischen zu kommen, dass es möglicherweise für den einen komplett fatal sein kann, mit diesen Energien zu arbeiten und dann zu Süchten und all diesen Dingen führt, die du beschrieben hast, während es für den anderen insofern nicht fatal ist, weil der Teufel, ja, wollen wir gleich ein bisschen drüber sprechen, weil der nicht da ansetzen kann, wo dein Schwachpunkt ist. Das heißt, ich glaube, dass das, was man möglicherweise als das Böse bezeichnet, als Satan, ja, als, wenn wir jetzt mal den Teufel im Tarot nehmen oder so einfach, dass der an deinem Schwachpunkt ansetzen können muss. Und dieser Schwachpunkt ist immer was ganz Ähnliches. Dieser Schwachpunkt ist das, was in der Astrologie plutonisch ist. Also und plutonisch ist immer Macht. Das heißt, du brauchst ein Defizit. Du musst dich irgendwo machtlos fühlen. Du musst irgendwo Macht, Ruhm, Geld, all diese Dinge musst du irgendwie wollen. Ansonsten kann der bei dir nicht ansetzen. Und ich glaube, da ist es nun eben unterschiedlich. Ich habe nur so ein paar, weißt du, ich weiß nicht, ob du in deinem Leben mal so ein paar Hexen kennengelernt hast oder so. Also einfach so Frauen, wo du merkst, hey, die haben diese Qualität. Also man spürt es ja auch sofort, wenn jemand sozusagen mit okkulten Sachen beschäftigt oder Ding. Sehr gut. Man spürt ja sofort ich weiß nicht, ich nenne sie mal Egregor, aber sie stehen halt die Energie sozusagen, die sie versprühen. Ja. Ja, Egregor ist dann eher was Kollektives, aber ja, klar. Und die tut dann natürlich auch schon sehr stark beeinflussen. Das ist mir auch oft aufgefallen. Also wenn man sich auch, es reicht schon nur von irgendeinem schwarzen Magier das Video anzuschauen oder so, und dann ändert sich schon der komplette Realität oder so, weil einfach von dem die ganzen Besetzungen, die ganzen Energien sozusagen auf einen. Ja, genau. Und das, weißt du, was ich dann einfach festgestellt habe, ist, da gibt es praktisch, also ich habe da zwei Kategorien von Menschen kennengelernt. Bei den einen, ja, da gibt es möglicherweise tatsächlich sowas wie Besetzungen oder du merkst irgendwie, das ist ein ganz, ganz komischer Film, in den du da reingezogen wirst, während die anderen damit zurechtzukommen scheinen. Und die damit zurechtkamen, das waren für mich immer die direkt zu mir gesagt haben, sie sind vielleicht mal auf irgendeiner Trance, Astralreise, was auch immer, diesem sogenannten Satan begegnet, dem Herren der materiellen Welt. Und sie haben aber gemerkt, der kann ihnen nichts geben. Also weißt du, der konnte sie nicht rumkriegen, weil sie das sozusagen integriert hatten. Weil dieses Machtstreben, das wo in den meisten Leuten wird ja ganz früh so ein Defizit geschaffen oder so, weil das da integriert war, weil der dann nicht ansetzen kann. Ja. Und ich meine, klar, dann ist immer noch die Frage, warum machst du es dann überhaupt noch? Aber trotzdem glaube ich, Teufel muss bei dir wo ansetzen können. Ja, klar. Also das ist auf jeden Fall so, dass die negativen Wesen dort ansetzen sozusagen, wo
wo irgendeine Eintrittsmöglichkeit sozusagen ist, auf jeden Fall, klar. Die sehen ja auch, was in dir drinnen sozusagen die tiefsten Wünsche und so weiter sein, ja, um dich dann vom richtigen Weg wegzulocken und sozusagen dazu zu bringen, dass du halt in ihr Reich gehst und sie deine Seele besitzen. Aber im Endeffekt ist es so, dass jeder Mensch, der auf der Erde ist, sozusagen irgendeine Art Sünder ist oder irgendeine Art, also irgendwo sozusagen nicht perfekt ist und irgendwelche Fehler macht. Und deshalb ist auch jeder Mensch, wenn wir jetzt einmal die religiösen Erzählungen auslassen, also laut der Bibel zum Beispiel ist ja Jesus der eine Mensch gewesen, der sich nicht von diesen Verführungen hat kriegen lassen. Aber jetzt einmal wir normalen Menschen sozusagen haben ja alle einen Angriffspunkt. Also das ist ja ein bisschen ein komisches Argument zu sagen, der tut dir nichts, wenn du keinen Angriffspunkt hast, weil das ist ja jeder Mensch irgendwo fehlerhaft. Na, du hast auf der einen Seite, gebe ich dir recht, klar, natürlich, also so wie Und vor allem, jeder, so wie jeder. warum will man sich denn im Leben überhaupt sozusagen so hart auf die Probe stellen lassen, oder? Warum will man nicht einfach eine schöne Familie haben, was Positives machen und das gemeinsam mit Gott machen? Das ist für mich doch der viel, viel schönere Lebensweg. Anstatt sozusagen immer so die Starkstromleitung in der Hand zu haben, die was einen jederzeit sozusagen alles wieder zerstören kann, was man aufgebaut hat. Ja, wie gesagt, erstmal halte ich eher was von dem hermetisch-alchemistischen Weg. Und da glaube ich, weißt du, dass es praktisch um beides geht. Ne? Man muss sich den Himmel und die Hölle anschauen, beides. Und ansonsten gebe ich dir aber recht, natürlich, die Manipulation muss nur gut genug sein und du findest bei jedem irgendwo diese innere Kernwunde, weißt du, wie der Chiron in der Astrologie. Jeder von uns hat diese Wunde, die so tief sitzt, dass sie praktisch. Da weißt du nicht mal, woran das liegt, sondern es ist irgendwas, was vielleicht möglicherweise Generationen zurückgeht oder so. Und trotzdem ist es meine Erfahrung, dass ich muss vielleicht ein bisschen genauer erklären, wie ich es meine. Ich glaube, auf diesen Ebenen, von denen wir jetzt reden, wenn wir von der geistigen Welt reden, dass da die Gesetze noch sehr, sehr viel. Wenn du so willst, auf der einen Seite ist es freier, auf der anderen Seite gibt es Gesetze, die da deutlich fatalistischer oder genauer wirken als hier in dieser Realität und vor allem das mit den Polaritäten und bei den Dingen, die sich anziehen, ja. Das heißt, du würdest mir sicher nicht widersprechen, wenn du wirkliche Dämonen suchen würdest oder wenn du diesem Archetypen jetzt irgendwie begegnen willst in irgendwelchen Träumen, Astralreisen oder so, dann wüsstest du musst nicht auf der Gothic-Party suchen, sondern in der Klosterschule, ja, weil sich diese Was? Polaritäten anziehen, ja, weil ja sozusagen Ist in diese der Leute, Klosterschule Dämonen zu? es ist meine Erfahrung, dass die Leute, die am meisten versuchen, im Licht zu stehen, also die wirklich diese Lichtkrieger sind, dass die ganze Zeit von irgendwelchen Angriffen reden, ja. Zu mir ist nie irgendein Gothic gekommen, der gesagt hat, er wird von Dämonen angegriffen, sondern das sind immer Also, aber Leute. ja, aber ich meine, das ist ja schon logisch, oder? Dass jetzt die. Dass man, wenn man jetzt in einem Krieg ist, sozusagen den angreift, der was am weitesten. Wenn du jetzt probieren würdest, Leute zu fangen und du hast Hasen im Käfig und du siehst, die einen laufen raus oder so, dann würdest du ja auch die attackieren. Also, Ja, oder? ich sag dir, ich will dir nur beschreiben, dass das eine Gesetzgebermäßigkeit ist, dass sozusagen sich die Polaritäten da anziehen und das zu den Menschen, die besonders im Licht stehen wollen, also für die dann auch meistens so eine, da ist meistens auch sowas Moralisches dabei, weißt du, sowas, was das Böse überhaupt nicht will und davon wird es eben angezogen und das, was ich eben glaube, ist, dass wir alle, eine gewisse unterschiedliche Grundschwingung haben. Das heißt, der eine schwingt mehr aus der Wurzel und der andere ist grundsätzlich eher sehr, sehr weit oben, ja. Und wenn du die ganze Zeit so super, super hoch schwingen willst, dann zieht das Dämonische an, ja, weil die hermetischen Gesetze auf dieser geistigen Ebene sehr, sehr viel genauer, präziser wirken. Aber Während, wenn du das macht jetzt meiner Meinung nach nicht so ganz viel Sinn, weil eigentlich, also wenn ich es mal so bildlich vorstelle, oder unten die niedrigen Schwingungen und oben die höheren, dann ist ja so, dass sozusagen das Dämonische ja da unten herumschwingt und irgendwann das einfach zu weit auseinander ist.
dass das gar nichts mehr miteinander zu tun hat. Ja, vielleicht über die. So jetzt für mich nur, wenn ich es mir so vorstelle, von der Schwingung. Ja, ja, klar. Ist nicht meine Erfahrung. Und ich weiß, Hollywood ist ein schlechtes Beispiel, aber diese ganzen Filme, wo irgendwelche Klostermädchen da besetzt werden und so und schon im Exer. Das ist für mich teilweise, das ist ein Bild, was gewissermaßen stimmt, ja. Weil tatsächlich diese Mächte der Finsternis, wenn du sie mal so nennst, die wollen ja irgendwas beflecken, was sehr, sehr lichtvoll ist, ja. Wenn du sowieso schon irgendwie so ein Todesseuchenpriester bist, dann interessieren die sich im Normalfall nicht für dich. Was ich nur sagen will, ist, meine Erfahrung ist, auf dieser geistigen Ebene, da ziehen sich die Polaritäten sehr, sehr viel stärker an als das, was sowieso dasselbe ist, ja. Das heißt, wenn deine Schwingung eher extrem in der Wurzel ist, ja. Und das ist was, was du im Horoskop siehst. Schau, ich sag, ich würde das niemals generalisieren. Ich würde sagen, ich würde so weit gehen, ich sehe im Horoskop, ob es für dich korrekt sein kann, dich mit Magie, mit allem, was damit zusammenhängt, zu beschäftigen, mit dem, was manche vielleicht Black Magic beschreiben würden. Ich kann im Horoskop sehen, ob es für dich empfehlenswert wäre, wenn du Bock drauf hast oder nicht, ja. Weil ich einfach weiß, wenn jemand viel Kraft in der Wurzel hat, ja, dann begegnet dir sowieso eher das Helle, ja. Ich kann dir nur sagen, all das, was mir jemals begegnet ist. Du sagst sozusagen, man soll sich vom Göttlichen, dass ich das jetzt richtig verstehe. Ja, ja. Du erklärst gerade sozusagen, wenn einer sich Gott zuwendet, dann wird er von den Dämonen angegriffen. Und wenn einer sich dann sozusagen auf eine niedrige Schwingung sich bewegt, dann interessiert sich das Böse nicht für ihn und dann zieht er das Licht an. Das ist, ich glaube, beides ist aus der Balance. Kopf, genau. Oder? Ja, weißt ich glaub, du, auf meinen Vaga-Aszendent, aber für mich gilt tatsächlich immer nur der Mittelweg. Ich glaube, man muss sich mit beidem befassen. Ich glaube, beides ist aus der Balance. Auch wenn es so klingen mag, dass es besser ist, sich mit Gott zu befassen. Schau, ich kann dir sagen, wenn du mein Horoskop anschauen würdest, wenn du mein Horoskop, mein Design, was auch immer anschauen würdest, dann würdest du sehen, ich bin auch jemand, das eher sehr, sehr viel in der Wurzel aktiviert, in dem, was halt das 8. Haus in der Astrologie ist und so weiter. Das heißt, es ist grundsätzlich was eher tendenziell skorpionisch-plutonisches. Und trotzdem ist es so, mein Leben lang auf irgendwelchen schamanischen Reisen, du weißt ja, was es für Substanzen gibt, ja, auf irgendwelchen Astralreisen, in irgendwelchen Träumen, mir sind nur aufgestiegene Meister begegnet. Also wirklich, ich hatte nur immer dieses komplett Lichtvolle, weil es meine Erfahrung ist, dass einem sozusagen immer die Polarität begegnet. Und das auch tatsächlich, dass auch die Polarität nämlich das ist, wie wenn wir von der Matrix reden, die einen, wenn dann, manipulieren könnte, ja. Also aufgestiegene Meister, das sind, so wie ich mir es vorstelle, wahrscheinlich irgendwelche Dämonen, die was sich als irgendwas anderes ausgeben, was sie sind. Genauso wie die ganzen Erzengel und die ganzen, keine Ahnung, was es noch für Aliens oder was es noch für was man noch für Wesen auf der Astralwelt begegnen kann. Es ist ja bekannt, dass dort mehr Schein als Sein ist. Und genau, ja. Ja, gut, okay. Vielleicht ist das, was du so als die andere extreme Polarität siehst, das, was ja auch dämonisch ist und was ja von ihnen so ein bisschen der Trick ist, oder? Dass sie einmal so the real deal haben, das echte Böse, und auf der anderen Seite tun sie ja auch ganz viel Fake und sagen, ja, schau her, ich bin ein lichtvolles Wesen oder Metatron oder Zeug, aber in Wahrheit ist ja Metatron Lucifer, ja, also das ist ja alles nur dämonisch, und auf der, sozusagen bei Gott, da gibt es niemanden, der da sonst begegnet, sondern da gibt es halt nur Gott, Einheit. Erstmal, Lucifer ist ja eine interessante Gestalt, die wir ganz klar trennen müssen von dem, was als Satan oder Ahriman beschrieben wird. Aber gut, von Rudolf Steiner hältst du dann ja auch nichts, wenn du sagst, diese Hierarchien sind falsch, weißt du? Ich glaube schon, dass es... Ja, das Ding ist, ich kenne mich mit Rudolf Steiner auch ehrlich gesagt nicht so gut aus. Ich habe jetzt einfach meine persönlichen Erfahrungen im Leben und mir ist halt aufgefallen, dass das ein bisschen meine Lebensaufgabe ist, ein bisschen die Welten zu trennen und Satanisches von Göttlichem zu unterscheiden mit dem Schwert. Deshalb heiße ich auch Schneider. Und cool. Habe ich als erstes sozusagen die satanische Erfahrung gemacht in verschiedenen Bereichen, einmal im Finanzvertrieb und danach richtig mit ritueller Magie und danach die andere Seite, ja, Gott. Und ich muss halt sagen, dass mein Leben mit Gott um einiges schöner und erfolgreicher ist auch, ja. Ja, aber seit wann bist du praktisch, hast du dich Gott zugewandt, wenn wir es mal so nennen wollen? Ich habe letztes Jahr, wo ich mit den YouTube-Videos begonnen habe,
Hier kann man sich die ersten Videos von mir noch anschauen, die sind noch ziemlich okkult und Ding. Und irgendwann habe ich dann ein Video gemacht, warum du keine Magie praktizieren solltest. Und da habe ich so begonnen zu switchen, war aber noch so mit verborgenes Wissen, aber keine Magie. Und das hat sich dann im Oktober letzten Jahres hatte ich das letzte Mal noch so einen Rückfall mit Magie. Also wo ich sozusagen noch einmal da voll reingerutscht bin und dann habe ich es komplett im so November, September, Oktober, da habe ich dann komplett, also wirklich 180 Grad vollständig gedreht und seitdem bin ich, tue ich halt jeden Tag probieren, Gott persönlich genauer kennenzulernen, ja, und mein Leben mit ihm gemeinsam zu gestalten. Okay, schön. Ja, weißt, erstmal habe ich da definitiv Respekt davor. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Steiner oder die Theosophie, die Geheimlehre irgendwie gelesen haben muss, sondern manche gehen da über die Erfahrung ran und manche brauchen auch diesen theoretischen Überbau. Ja, da ist das eine ganz und gar nicht besser als das andere. Ja? Sieht man übrigens auch in Horoskopen sehr, sehr gut. Ich bin halt jemand, der das braucht. Ich muss mich schon reinfuchsen in Themen, ja, es gehört irgendwo zu meinem Weg und weißt du, für mich gibt es im Leben immer so Zyklen und das, was die Zyklen grundsätzlich vorgibt, ist der Saturn in der Astrologie. Ich weiß, der ist ja auch wegen dem Hexagramm und so eher teilweise negativ besetzt, ja, aber trotzdem ist der Saturn der Planet, der dir praktisch die Einschränkung im Leben gibt. Und der Saturn braucht 28 Jahre, bis er einmal rum ist. Und 7 Jahre sind eben immer so ein Viertel Saturnumlauf. Und deswegen sagt man, dass das Leben in so 7er-Zyklen verläuft. Das ist meine persönliche Erfahrung. Das gibt es auch in der Entwicklungspsychologie in ganz vielen Disziplinen, aber in der Astrologie ist es unter anderem auch wichtig. Und meine Erfahrung ist, dass ich immer mich tatsächlich tendenziell 7 Jahre mit etwas intensiv befassen muss. Also weißt du, wenn es mir jetzt wirklich am Herzen liegt, man muss sich natürlich nicht mit allem 7 Jahre befassen, aber nimm mal ein Instrument, da brauchst du 7 Jahre, um so eine gewisse Expertise zu entwickeln, dass es dann fließt, ja, bis es unterbewusst wird. Und das ist meine Erfahrung, dass man tatsächlich erst nach 7 Jahren sagen kann, okay, doch, da habe ich mich jetzt gefunden. Und bei mir war es ja so, dass bei mir mit Mystik alles anfing. Also ich hatte auch so eine dunkle Nacht der Seele direkt nach dem Abitur und habe dann, wo man halt so ins Leben geworfen wurde, was tendenziell viel zu früh ist, weil wir werden jetzt viel, viel älter und eigentlich weißt du erst mit 40 so richtig, wer du bist, meiner Ansicht nach. Ja, oder bis zur Saturn-Rückkehr Ende 20 weißt du es auf keinen Fall. Und du hast dann halt deine dunkle Nacht der Seele oft schon mal sehr, sehr früh heutzutage. Und dann habe ich begonnen, mich mit Mystik zu befassen. Also wirklich mit dem ganzen indischen Zeug, natürlich Bhagwan, Tolle, Krishnamurti, aber auch mit deutschen Mystikern, mit all denen, die halt diese Gotteserfahrung tatsächlich, die halt Gott von Angesicht zu Angesicht, was auch immer das heißen mag, irgendwie geschaut haben, ja, die diese Gnosis, diese Erkenntnismomente haben. Und ich habe tatsächlich mich fast 10 Jahre damit beschäftigt, bevor ich überhaupt erst wirklich zur Magie kam. Der Einstieg war die Astrologie, weil die Astrologie gibt ja diese Korrespondenzen, damit du halt weißt, was entspricht welcher Qualität irgendwo, ja. Ich sag dir nur, wie gesagt, das ist selbst sehr, sehr kurz, wenn du sagst, du hast Gott jetzt irgendwie vor ein paar Monaten entdeckt, weißt du, wie ich meine? Und ich will gar nicht sagen, dass das nicht also absolut dein Weg ist. Ich habe schon immer Gott. Okay. Ja, klar. Schon, ich war schon als kleiner Junge in der Kirche und Ding. Also da ich war schon, so eine gewisse Verbindung war schon immer da. Ich habe schon oft, also als Kind da immer gebetet und so. Das schon. Aber ich habe auch Gott nie komplett abgeschrieben, nicht einmal, wo ich Magie und so gemacht habe. Also ich habe halt nie wirklich gedacht, dass ich sowas richtig Böses mache und Ding, sondern halt eher so, ja, probiere ein bisschen herum und Ding. Mhm. Genau, ja. Aber ich habe ja glücklicherweise auch sehr viele andere Leute gleichzeitig getroffen, die mit mir damals zum Beispiel viele Videos früher gemacht haben und so weiter. Und da sieht man halt wirklich sehr schön diejenigen, die was so in dem okkulten Ding drinnen geblieben sind, ja, die haben eher zerstörte Leben, also so jetzt in ihrer Realität, oder? Geld, Probleme, etc. Und zum Beispiel zwei Männer, die haben dann mit mir gemeinsam sozusagen den Switch gemacht. Also auch begonnen eben, anstatt irgendwie Rituale und Energieübungen zu machen oder irgendwas, einfach
ganz normal zu beten und duschen zu gehen, ja, und so weiter. Und ja, der eine hat jetzt auch was erfolgreiche Firma aufgebaut, der andere hat jetzt auch einen guten Beruf und so. Also es hat sich halt bei allen wirklich das Leben, ich habe jetzt ein neues Büro zum Beispiel bekommen, wo ich dann arbeite und so weiter. Das heißt, das hat wirklich im Leben viele Sachen zum Positiven verändert. Und das ist für mich halt irgendwie so ein bisschen der beste Beweis dafür, wenn man einfach schaut, was im Leben der Leute passiert, wenn sie die geistigen Einflüsse bekommen. Und weil du zum Beispiel vorher Indien und so angesprochen hast, also ich finde ja, dass die indischen Religionen überhaupt nicht göttlich sind. Ich zum Beispiel mit Krishna und so weiter, das ist für mich halt Unterweltgottheit, die Blutopfer und so weiter haben will. Und ja, deshalb glaube ich, dass das halt noch keine richtige Gotteserfahrung ist, sondern eine Gotteserfahrung halt wirklich das ist, was so allgemein einfach unter Gott verstanden wird. Also dass du halt einfach mal betest und den lieben Gott fragst oder einfach hilft oder irgendwas, ja, irgendwas Schönes bringt oder was ist, die Ehe verbessert oder in die Familie was Schönes reinbringt oder hilft, seine Firma aufzubauen. Genau. Und dann einfach sieht, was im Leben passiert. Das ist für mich halt so die Gotteserfahrung und nicht irgendwie, dass ein weißes Licht runterkommt und du auf einmal großartig wirst oder keine Ahnung was, so wie sich das eher die Leute in Indien vorstellen. Ja. Ja, aber was die Gnostiker ja wollten, ist, dass es über den Glauben hinausgeht, weißt du? Und da wäre jetzt eben, also ich habe als Kind zum Beispiel auch viel gebetet oder so, das heißt, alles, wovon du sprichst, Willst du jetzt auch noch beten oder momentan nicht mehr so viel? Oh, ich lese ganz gerne die Psalmen zum Beispiel, also eine wirkliche Gebetspraxis nicht, sondern es ist nee, genau das nicht, aber trotzdem, ich, klar, beschäftige mich mit der Bibel sehr, sehr gerne. Und trotzdem, das, was die Gnostiker ja gesucht haben, weißt du, was die Menschen heutzutage beispielsweise im Yoga suchen, was natürlich total kommerzialisiert wurde, oder auch in irgendwelchen schamanischen Ritualen, wo halt letztendlich diese Schlange erweckt wird, ja. Das ist ja, dass sie sagen so, ich möchte das tatsächlich spüren, ja, also ich möchte, die Gnostiker haben natürlich mit, ja, vielen gearbeitet, weißt du, ob es jetzt Askese war oder ob es irgendwelche Pflanzencocktails war oder was auch immer, aber die wollten halt tatsächlich eine Form von Theophanie, ja, also etwas, wo du dich drin verlieren kannst, ganz klar, das sehen wir im Rock'n'Roll überall, dass du dann, ne, dich in so einem okkulten Trip verlierst, ganz, ganz klar, und dennoch kann ich grundsätzlich nachvollziehen, dass du sagst, ich möchte nicht diesen blinden Glauben haben. Ja? Und dieser blinde Glaube ist halt für mich persönlich etwas, was mit dem Zeichen Fische und mit einem zu Ende gehenden Äon irgendwo in Zusammenhang steht. Weißt du, dass ich ja dran glauben muss an das, was da in diesem Buch geschrieben wurde. Ja, ja, man kann es ja auch ausprobieren. Also man muss ja an überhaupt kein Buch glauben, sondern kann ja einfach direkt zu Gott beten. Dann probiert man es aus. Das ist ja das, was ich meine. Also ich habe ja zum Beispiel die ganzen okkulten Sachen ja auch nicht gelernt über Lesen oder Zeug, sondern einfach über Ausprobieren. Ja. Ja, und genauso kann man ja auch Gott kennenlernen, so wie man halt jemand kennenlernt, einen Freund, indem man sich einfach einmal ihm zuwendet und es halt einmal ausprobiert. Das Einzige ist halt, dass Gott halt sehr so weit entwickelt ist oder halt so klug und Ding, dass man ihn halt mehr über das Herz erreicht, also über die Liebe, als jetzt über den Intellekt und über das Wissen sozusagen. Das, genau. Glaubst du denn an der Form von Matrix oder wie ist praktisch dein Weltbild, dass wir gucken, ob wir da zusammenkommen? Also gibt es für dich eine Form von, würdest du sagen, du bist in einer Form von Spiel möglicherweise, aus dem du dich befreien kannst? In einer. Wir sind auf jeden Fall in einer, sozusagen in einer fiktiven Realität, in einer Fiktion. Hier, kurz, 70 Jahre. Dort werden wir auf Herz und Nieren getestet und entwickeln uns. Genau. Und danach geht es wieder zu Gott. Oder wenn man sich von den
von der Hölle zu sehr kriegen lässt, dann vielleicht auch eher danach in die Hölle. Okay, also 70 Jahre nur kurz, das hängt für dich praktisch ganz eng mit der deutschen Geschichte auch zusammen. Mit der deutschen Geschichte? Na, ich meine einfach unser Leben auf Erden. Ach so, unsere Leben jetzt 70 Jahre. Okay. Ja. Ich dachte mir, 45 ging es los, vorher war die Matrix nicht da. Nee, okay. So, ja. Nein. Also es ist halt so, ja, so wie es halt ist, oder? So, ich meine, da sind wir, ist ja jeder sich der Meinung, oder? Du hast dein Bewusstsein und den Körper, der wird dir halt für die Zeit gegeben und da ja. Du kannst dein Bewusstsein drinnen Erfahrungen machen und Zeug. Und ja, danach geht's wieder nach Hause. Ja. Also, wie gesagt, ich glaube auch, dass tatsächlich diese ganzen New Ager, die davon ausgehen, dass es nichts Böses gibt, ja, aber ob es was absolut Böses gibt, okay, das sei nochmal dahingestellt. Da gibt es was absolut Böses, das siehst du ja manifestiert auf der Welt, oder? Alles, was es, also wenn ein Erfinder eine Idee hat, hat er die Ehe, also bevor er zum Beispiel die Tasse erfindet, oder, hat er jemand die Idee im Kopf, in der Geist. Ja. Wenn du auf der Erde siehst, was es für böse Dinge gibt, oder, Atombomben, Kriege, Vergewaltigung, etc., ja, dann muss es das Ganze ja auch geistig geben, weil alle physischen Handlungen haben ja einen geistigen Ursprung. Und diese, ja. Also, ja, ich sag nur, wenn du zurückgehst zur ursprünglichen Monade, dann wird sich möglicherweise sogar das verabsolutieren oder relativieren, wie man es eben nennt. Aber klar, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich wollte auch sagen, tatsächlich, das Böse irgendwo gibt's für mich definitiv auch. Insofern als, weißt du, der klassische New Age-Trip wäre ja, dass du einfach sagst, alles, was passiert, hat seine Richtigkeit, ich biege immer richtig ab, es passt, ich brauche gar keinen inneren Kompass, es passt schon so, wie es passiert und meine Seele kann auch nicht verloren gehen und es geht sowieso immer weiter und der Film läuft ab und da sind richtige Ansätze mit dabei oder so. Wie gesagt, ich komme auch von der Meditation. Und trotzdem bin ich vollkommen bei den Gnostikern, wenn ich sage, es ist auch meine Erfahrung, dass es Einflüsse gibt, die sind schädlich. Das ist also, wenn du dir diese Matrix als Simulation, als Videospiel vorstellst, dann gibt es in diesem Videospiel ja Gegner. Und du kannst noch so viel versuchen, mit diesem Gegner irgendwie so zu verhandeln und zu sagen, so ja, der ist irgendwie ein Spiegel von mir. Und weißt du, das ist irgendwo auf einer relativen Ebene, stimmt das ja alles, was du da draußen siehst, ist ja eine Projektion. Das heißt, das ist so ein gewisses Paradox. Irgendwo stimmt das schon, dass im Inneren die Außenwelt erschaffen wird. Und dennoch gibt es in diesem Videospiel eben Elemente, die dir begegnen, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt diesen Weg weitergehe, das wird nirgendwo hinführen, wo ich hin will. Und ob es dann jetzt die absolute Verderbnis ist, ob ich daran glaube, bin ich mir nicht sicher. Aber relativ, wenn wir von diesem relativen Wesen sprechen, was ist Tizian, was ist Stefan, dann glaube ich durchaus, dass man, um diesen Ausdruck mal zu verwenden, dass man abkacken kann. Also, dass man tatsächlich seine, du nennst Seele, dass man das irgendwo verlieren kann. Und auch dann ist man wahrscheinlich auf die Unendlichkeit betrachtet, weil das wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger hier so gehen, ja. Da gibt es wahrscheinlich dann doch irgendwie wieder eine Rettung und es geht irgendwie anders weiter, ja. Aber trotzdem, ich glaube definitiv, dass man falsch abbiegen kann und dass man herausfinden muss, weißt du, was ist in diesem Spiel der Gegner? Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was das Irdische ist oder das, was aus der Erde kommt oder diese Kräfte, die dämonisch wirken können, aber es nicht unbedingt sind. Ja, aber du hast es ja gerade richtig bezeichnet. Also es gibt Gegenspieler, die was den Menschen komplett ins Verderbnis stürzen wollen und deshalb sollte man halt eher von solchen Sachen die Finger lassen und halt eher einfach, ja, was Gutes machen. Und auch jetzt mit dem, ich muss da auch nochmal meine Meinung sagen, also einmal Meditation ist jetzt auch keine sehr göttliche Praxis, weil man damit ja auch sozusagen die Tür und Tor aufmacht für Besetzungen, wenn man zu lang sozusagen Geistesleere erzeugt. Ja. Und Entschuldige, was hast du vorher noch einmal gesagt? Jetzt habe ich es vergessen. Ich habe das nur so ein bisschen geschildert, weißt du? Mit der Erde, genau. Also zum Beispiel jetzt das Prinzip, dass ein Baum erst einmal Wurzeln schlagen muss, um dann groß zu wachsen und gute Früchte zu bringen und so weiter. Das ist ja jetzt überhaupt nicht dämonisch, sondern eher, das ist ja eher göttlich, oder? Dass man einfach ein gescheites Fundament aufbaut, sich gut vorbereitet, Vorarbeit leistet, sozusagen auf der Wahrheit zum Beispiel, könnte man sagen, sein Leben zum Beispiel auf der Wahrheit aufbaut. Das wäre so die Wurzel, wo der Baum sich gescheit verankert, dass er dann später mit der
sozusagen umgeschmissen werden kann. Und dann wächst der Baum und irgendwann kommen dann die Früchte. Das sind dann die tollen Ergebnisse, wenn man lange zum Beispiel dranbleibt beim Arbeiten, bei der Selbstständigkeit zum Beispiel. So stelle ich mir das halt vor in meinem Kopf. Ja, ich glaube. Es ist wahrscheinlich wieder so eine Begriffssache. Definitiv. Also dämonisch richtig so halt dämonisch. Damit meine ich nicht die Erde, sondern damit meine ich richtig so die Wesen, die auch im Menschen zum Beispiel das fördern würden, dass man zum Beispiel die Erde verpestet oder zum Beispiel. Also das tun ja richtige sozusagen Dämonen, die tun ja auch zum Beispiel dem Menschen, wenn er jetzt keine Red Bull-Dose da hat, oder? Und ich bin jetzt gerade besessen oder so. Hab gerade ein fettes Ritual gemacht oder so, dann wird der sagen, let's go, schmeiß die Dose in den Wald, scheiß drauf, fuck that shit. Weißt du, wie ich meine? Ja. Oder sagst du einfach so, die Erde selber, die würde eher sagen, mach das nicht. Denk an das Miteinander, die Mutter Erde. Ja, nee, diese Differenzierung ist ganz, ganz wichtig. Weißt du, ich glaube halt nur, die haben manche nicht, du hast die. Und manche verwechseln das. Also die verwechseln, wenn so eine Kraft aus der Erde kommt. Und teilweise sehe ich das halt leider auch in der katholischen Kirche, ne? Dass das heute mag es vielleicht, ich weiß es auch nicht, aber Da glaube ich schon, dass dieses Mütterliche sehr, sehr oft verteufelt wurde, leider, verstehst du? Ja. Aber also, gut, es ist ja immer ein individueller Weg, den man da geht, ne? Klar. Das Mütterliche vielleicht nicht, aber so das Naturheilkundige und so schon. Ja. Und verstehst du, ich glaube, wir müssen halt. Auch, das Muttersein an sich wird ja schon auch eher von den religiösen Leuten gefördert und verteidigt. Und die Leute, die eher das Dämonische im Kopf haben, die wollen ja eher so Feminismus und LGBTQ und solche Geschichten. Ja, okay, da fasst du ein heißes Eisen an, aber ich glaube, auf dieses heiße Eisen müssen wir kommen. Und zwar sowohl auf Lucifer als auch auf. Diese Wokeness, die du gerade ansprichst. Ja, weil, pass auf. Die Leute wollen ja, oder? Naja. Einfach alles raus, let's go. Und ich würde. Kannst du zu Wasser holen dabei? Ja, klar, kannst du machen. Hörst du mich in einer Zeit, oder? Ja, warte, ich bin nicht so gut da. Okay, also kriegst du mein Argument mit. Also, pass auf, das was ich zu dieser Wokeness sagen würde, ist, ich weiß, wie. Und es ist natürlich auch gerechtfertigt, ja, ich kann es verstehen, dass man sich darüber lustig macht, dass man das furchtbar findet, was da irgendwelche Grünen von sich geben oder so, ja. Und trotzdem sage ich auf einer anderen Ebene, ja, und das wird nur falsch verstanden, ja, auf einer anderen Ebene glaube ich, dass das tatsächlich eigentlich so eine Form von Suche nach der Einheit ist. Also schon das, was der Hermesstab darstellt. Dieser Hermesstab, den ja auch Baphomet in der Hand hat, ja. Und Baphomet ist tatsächlich nur ein kabbalistisches Rätsel für Sophia. Also das, was die Gnostiker unter Sophia verstehen, ist eigentlich Baphomet, ja. Das ist so eine kabbalistische Verschlüsselungsmethode. Das wäre jetzt zu kompliziert, darauf einzugehen. Aber Baphomet kannst du mit Sophia gleichsetzen, ja. Das heißt, eigentlich haben die Templer Sophia angebetet, die große Mutter, und das wurde sozusagen verkahlt in diesem Baphomet. Und das, was dieser Baphomet ja hat, ne, dieses zweigeschlechtliche Wesen, da könntest du ja sagen, okay, das ist irgend so eine woke Gestalt, die will, dass die Leute sich umoperieren lassen. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, da muss man fein differenzieren. Ja. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele gibt, die werden das irgendwie falsch verstehen. Und ich würde das selber niemandem empfehlen, auf diesen Wokeness-Trip zu kommen. Und dennoch glaube ich, dass geistig ein gewisser Zeitgeist dahinter steckt, ja. Und schon, ich weiß nicht, ob die Leute dieses Wassermann-Symbol kennen, aber es sind letztendlich, warte mal kurz, ich habe hier, sieht man das hier auf meinem einen Stab? Nee, ich glaube nicht. Aber letztendlich, das Wassermann-Symbol sind ja auch diese beiden Wellen, ja. Das heißt, diese beiden Wellen, in der Hermetik geht es ja immer darum, dass du das Männliche und das Weibliche, hier haben wir es, ne, dass du das Männliche und das Weibliche praktisch miteinander vereinst, ja. Und ich glaube auch Baphomet, der ja auch oft so einen Stab so in die Richtung in der Hand hat, ja, dass der eigentlich nur der Hinweis ist, ja, hey, in dir selbst, ja, kannst du die Anima und den Animus miteinander vereinen, das weibliche und das männliche Element. Und das ist gesund für die Psyche, wenn du als Mann zum Beispiel auch deinen verletzlichen, deinen weiblichen Teil integrierst, ja. Und dass es nur ein Missverständnis ist, wenn du denkst, es geht dann darum, dass ich jetzt hier zum Chirurgen gehe mit 16 und das Geschlecht wechsle, ja. Das heißt,
ich glaube, da ist so eine feine Differenzierung ganz, ganz wichtig. Ja? Also das Schwert, was da hinter dir hängt. Halt sozusagen Mann und Frau geschaffen hat, oder? Und jetzt stell dir vor, du bist so ein Dämon, oder? Da hast du gar keinen Bock drauf und dann willst du sozusagen alles, was irgendwie natürlich ist, 180 Grad auf den Kopf stellen. Und deshalb, ja, versuchst du die Menschen sozusagen dazu zu bringen, sich gegen die Natur, gegen das Richtige, gegen die Wahrheit zu stellen und sich halt einfach alles, was natürlich und gut ist, auf den Kopf zu stellen. Und die, ja, und dann redest du halt den Leuten ein, sie sind, statt Mann sind sie halt irgendwelche Transen oder Zeug. Ja, aber das ist jetzt was, was niemand schadet. Das ist freier Wille. Ich meine, bei den Kindern, da bin ich dann schon ein starker Gegner, wenn man probiert, die Kinder irgendwie mit sowas zu beeinflussen. Weil ein junges Kind zum Beispiel, das würde, wenn ich ihm 10.000 Euro auf den Tisch lege und dann nehme ich Schokolade und frage, was es heute haben will, dann wird es vielleicht sagen, ich will heute die Schokolade haben. Und Sachen, also Leute, die was so denken, sagt man dann, sie sollen ihr Geschlecht wählen. Das ist für mich sehr unverantwortlich und sehr satanisch und böse. Aber wenn jetzt jemand erwachsen ist und einen chirurgischen Eingriff macht, dann ist das kein großer Unterschied, wie wenn sich jemand die Brust operieren lässt oder so. Ich finde es nicht gut, aber das ist der freie Wille von Menschen. Ja. Ja. Naja, es ist, ich glaube, es setzt eine gewisse Reife voraus. Weißt du, ich glaube, ich glaube schon tatsächlich, dass weil sich die Lebenserwartung so erhöht hat, ja, dass wir Menschen mittlerweile deutlich langsamer heranreifen und selbst erfahrene Psychonauten, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit den 60s und so beschäftigt hast, aber Terence McKenna, Timothy Leary und so wird dir vielleicht was sagen, ja. Es gab auch so einen Verschwörungsautor, einen der ersten aus den 60ern, Robert Anton Wilson, ja. Der hat ganz, ganz viel mit LSD und Pilz und Mescalin und allem Möglichen rumprobiert und selbst der hat in späteren Jahren dann gesagt, er würde niemandem empfehlen, LSD vor 40 zu nehmen, weil du erst dann so eine gewisse Reife hast, das einzuordnen, weil du siehst da ja tatsächlich Dinge, du kriegst Visionen, du denkst, du bist jetzt der okkulte Messias, ja. Der Erwartete. Und, ja, ja. Und weißt du, so ist es eben mit ganz, ganz vielen Dingen, ja. Das heißt, klar, von Kabbala wirst du nichts halten, aber Kabbalisten sagen auch, vor 40 beschäftig dich eigentlich nicht mit Kabbala, weil vorher kannst du es nicht einordnen, weil du brauchst erstmal gewisse Erfahrungen, um das möglicherweise einordnen zu können, was du dann so... Aber das beschreibt dir, dass die Etappen alle sehr gefährlich sind. Wenn du sagst, du hast jetzt bei den psychedelischen Drogen, bei den bestimmten spirituellen Praktiken oder Okkulten, da hast du ja jetzt übrigens gesagt, man braucht eine gewisse Reife und Alter und Zeug und so. Und das beschreibt ja ein bisschen, dass es schon sehr gefährlich ist. Weil sonst bräuchte man ja nicht die gefährlich. Reife. Ja, gefährlich. Weißt du, wie gesagt, erstmal für den einen mehr, für den anderen weniger. Der eine kommt auf den totalen Trip, der andere ist dafür einfach nicht so anfällig, ja, für diesen Machttrip. Ja, es ist, in der Magie ist es ganz was Plutonisches. Schau, die Mystik ist Hingabe, die Magie ist Kontrolle. Wenn du dich mit Magie beschäftigst, dann willst du manifestieren. Manifestieren heißt letztendlich, du willst irgendwas kontrollieren, du willst deinen Vorteil, du willst, dass es für dich gut läuft, ja. Und Kontrolle ist immer gefährlicher als loslassen. Du würdest sagen, du gibst dich Gott hin, ja. Der indische Mystiker würde eher sagen, ja, lässt da irgendwas anderes durch sich wirken, aber... Ja, also Manifestation arbeitet ja auch durchs Unterbewusstsein, also mit der Hölle sozusagen, ja. Der Welt. Und beten ist ja dann in die andere Richtung. Also manifestieren kann ja auch schlechte Sachen, zum Beispiel gegen den freien Willen von anderen Leuten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu Gott bete, dann passiert es halt nur, wenn es für alle Leute auch was Gutes ist. Er wird halt nichts... kein Gebet, jemand umbringen oder so. Im Gegensatz, wenn du es manifestierst, ein Death sozusagen oder so, dann ist sowas schon möglich. Und ob die Manifestationen von den Leuten da immer so funktionieren, da habe ich auch meine Zweifel. Aber Manifestation funktioniert meistens nur sehr kurzfristig. Das ist mir halt auch auffallen, sowohl bei Magie als auch beim Manifestieren, dass das immer nur ganz kurzfristig ist. Also das ist halt eben, es ist halt ein kurzer Cheat. Und dann zum Beispiel, der manifestiert schnell 10.000 Euro und genauso schnell gibt er sie dann wieder aus zum Beispiel. Ja. Und wenn man aber eben mit Gott was macht, dann geht es vielleicht nicht so einfach und nicht so schnell, sondern durch ehrliche Arbeit, aber dafür bleibt es dann halt auch. Ja, okay.
Vielleicht bringe ich mal das, was ich heute auf jeden Fall bringen wollte, weil wir lassen das ja heute eher so ein bisschen fließen, aber so ein Gedicht, an das ich vorher gedacht habe, ja, da wird es düster, da kommt jetzt Crowley ins Spiel, aber bloß wegen dem Argument, weil du musst erst mal wissen, Crowley war so jemand, der hat sich auch ganz, ganz viel mit Mystik befasst, bevor er sich mit Magie befasst hat, ja, etwas, was dann ich. vom Weg abgekommen ist und komplett im Ruin geendet ist. Kann man so sagen, also Crowleys Biografie ist tatsächlich eine Biografie des Scheiterns, ja. Also man muss ihm aber diese Ehrlichkeit zugestehen, ja. Also wenn du Crowleys Tagebücher liest, da sind diese ganzen Fehlschläge vermerkt. Und wenn ich dir sage, Manifestation funktioniert nicht immer, speziell seine ganzen Magie-Sachen, die er da mit den Frauen gemacht hat und so, da hat er immer beschrieben, wie das letztendlich gescheitert ist oder so, ja. Das heißt, er war da zumindest ehrlich, ja. Okay. Und wenn wir jetzt hier über Arbeit sprechen, ja, dann lese ich jetzt mal hier gerade was ganz Interessantes vor, was Crowley bezeichnet als die Stierhetze. Ja, das ist der Titel dieses Gedichts. 80 und 11 Bücher schrieb ich. In jedem legte ich das große Werk vollständig dar, vom Anfang sogar bis zu seinem Ende. Dann schließlich kamen gewisse Leute zu mir und sagten: O Meister, erkläre uns das große Werk, O Meister. Ja, um das große Werk geht es ja immer an diesen ganzen okkulten Dingern. Und ich blieb ruhig. O Geschlecht von Schwätzern, wer soll euch vom Zorn befreien, der auf euch gefallen ist? O Schwätzer, Plapperer, Faster, Geschwätzige, Tratschende, Wiederkäuer des roten Lappens, der Apis, den Erlöser in Raserei versetzt. Lernt zuerst, was Arbeit ist, und das große Werk ist nicht weit entfernt. Kapitel 52 im sogenannten Buch der Lügen. Aber hier der Satz: Lernt zuerst, was Arbeit ist, und das große Werk ist nicht weit entfernt. Und nur auf diesen Satz wollte ich eigentlich hinaus. Es war jetzt nur im Kontext ein bisschen schöner. Ich persönlich habe in meiner astrologischen Praxis die Erfahrung gemacht und vor allem im Human Design, da sieht man es noch besser, aber Astrologie kennen die Leute, dass man letztendlich eigentlich nur rausfinden muss, was, verstehst du, was der persönliche Plan ist, was die persönliche Arbeit ist und ob da Dämonen mit auf dem Plan stehen oder so, das ist dann individuell anders. Aber ich glaube persönlich, im heutigen Zeitalter geht es darum, diesen Erleuchtungsprozess insofern zu deglorifizieren, zu entmystifizieren, indem man sagt, das, was Erleuchtung bedeutet, ist nur nichts zu tun, was unnatürlich für mich ist, was mir nicht entspricht. Aber das, was einem selbst entspricht, und da bin ich eben radikaler Individualist, wenn du so willst, das, glaube ich, ist für jeden ganz, ganz anders, ja. Und da kannst du zum Beispiel vollkommen in die christliche Richtung gehen und diesen Weg möglicherweise bis zum Ende deines jetzigen Lebens beschreiten. Und ich glaube aber eben nicht, dass du daraus eine generalisierte Gesetzgebung irgendwie ableiten kannst. Einen generellen Weg, der für alle irgendwie das Beste wäre. Also daran glaube ich nicht mehr. Also du glaubst nicht, dass es das Beste für die Menschen ist, wenn sie sich demjenigen zuwenden, der das gesamte Universum und sie erschaffen hat. Ich glaube ja, dass das der Gott weiß transzendentale. ja alles. Weißt du, wie ich meine? Sonst wäre er ja nicht Gott. Der ist allwissend. Der weiß am besten, was für die Menschen ist. Na, ich bin ja Gnostiker, weißt du, weil, wie gesagt, in der Gnosis ist der Gott, von dem man Ja, spricht, ist tatsächlich nur okay. der große Safe. Architekt. Und der Ja, große Architekt safe. Aber ist. in der Realität ist es halt so, oder? Dass durch deine Augen das gleiche Bewusstsein schaut wie durch meine und dass wir im Endeffekt doch alle eins sind und diese eine Kraft, das Universum, das eins ist, von dem einen Gott erschaffen, ist halt wahrscheinlich funktioniert das Zusammenleben der Menschen am besten, wenn sie das halt einmal so probieren, wie es derjenige vorgesehen hat. Und wir haben ja trotzdem den freien Willen, um auch um auch andere Sachen auszuprobieren. Aber im Endeffekt glaube ich, dass die Leute, wenn sie mal die ganzen satanischen Sachen ausprobieren, wenn sie genug herumgehurt haben, genug gesoffen haben, genug, keine Ahnung, Rituale gemacht haben oder Zeug oder ja, alles, was halt dazugehört zu dieser Erfahrung, dass sie dann im Endeffekt danach sagen, okay, wenn sie es dann mit Gott probieren und er ihnen das alles dann wieder vergibt, dann ist doch um einiges schöner danach. Und Ja, so, ich schau. habe ja auch nur, weißt du, ich meine, ich habe ja auch diese ganzen Prinzipien, die, was ich jetzt oft in der Bibel oder im Koran oder irgendwas lese, nicht
sozusagen für toll gefunden, weil sie in einem Buch drinnen stehen, sondern weil man Erfahrungen macht im eigenen Leben, oder? Wenn man was nicht auf dem gescheiten Fundament aufbaut, dann kracht es wieder zusammen und so weiter. Und dann siehst du, schau her, da steht's und ich habe die gleiche Erfahrung gemacht und im Endeffekt hat er recht. Oder zum Beispiel mit den psychedelischen Drogen, oder? Satanisch, Meditation, satanisch, die ganzen indischen Sachen, satanisch, Erleuchtung. Das ist ja sich selber vergöttlichen, satanisch. Also die ganzen spirituellen Sachen, was du beschrieben hast, die sind alle satanisch. Und du kannst ja mal nur mal, sozusagen, wenn du sagst, du probierst alles, auch einmal sozusagen probieren, was passiert, wenn du mal zu Gott betest und immer mal fragst, ob er irgendwas Schönes im Leben hat und dann zu vergleichen, wie schön das eine ist und das andere. Ja, man probiert viel. Also ich schließe da gar nichts aus. Aber das hast du noch nicht probiert. Würde ich so nicht sagen. Ich war auf einem sehr, sehr lichtvollen Trip auch. Ich glaube, tatsächlich, weißt du, bei uns, da wo sich schon die Wege scheiden, ist sozusagen, für dich gibt es nichts Höheres als diesen Schöpfergott. Ja? Und in diesem Schöpfergott, den du als das rein Gute siehst, sehe ich nur eine Seite der Medaille. Ich glaube tatsächlich, das, was der transzendentale Gott ist, der Gott, den die Gnostiker versucht haben zu erkennen, aber er ist ja der unerkennbare Gott, dass der jenseits jeglicher Dualität ist, dass es für den, wer ist für den ist alles nicht, verstehst du, das Ding ist, die Gnostiker sehen diesen großen Architekten, den die Freimaurer beschreiben, der von den Gnostikern als der blinde Gott bezeichnet wird, ja, den sehen sie als jemanden, der sich für das höchste Wesen hält, aber das nicht tatsächlich ist, ja. Und wenn du es auf die Mysterientraditionen anwendest oder auf die alten Griechen und Römer, dann war dieser Demiurg letztendlich immer Jupiter oder Zeus. Also das höchste Wesen, was durchaus dir hier in diesem Kosmos, wenn du es anbetest, irgendwo ein glückliches Leben verspricht, weil Jupiter ist immer der, der die Fülle hat. Und deswegen kannst du auch nicht sagen, der ist rein böse. Aber trotzdem ist er nicht das Höchste, weil es gibt natürlich was jenseits von Jupiter, ja. Er ist nur praktisch die höchste Form der Illusion. Und das ist für mich tatsächlich dieser Gott, von dem du sprichst. Ich glaube, das, wo die Mystiker hin wollten, Meister Eckhart und so, das ist jenseits von Gut und Böse tatsächlich. Also das Sprichwort jenseits von Gut und Böse sagt man ja eigentlich bei Sachen, die sehr böse sind. Ja, kannst du immer sagen, dass das dann relativierend ist, aber man könnte auch sagen, es ist Nietzsche. Ja, also ich glaube nicht, dass Gott Jupiter ist, sondern derjenige, der auch den Planeten Jupiter erschaffen hat. Was das auch immer sein mag. Ja, klar. Nur mal so als Archetyp. Ich sag dir nur, das ist genau das, wo wir auseinandergehen. Aber kann es nicht sein, dass diese ganzen sehr klugen und sehr intellektuell weitgehenden, tiefen, okkulten Lehren, dass die vielleicht alle aus dämonischen Händen stammen, sozusagen, um den Leuten, um den Menschen halt irgendwie das Ganze schön zu reden. Aber im Endeffekt, ja, dient es halt alles nur dazu, ihn von Gott wegzubewegen. Weil das ist halt nur das, was mir aufgefallen ist, dass halt immer, wenn die Leute sich anfangen, mit okkulten Schriften zu beschäftigen und so weiter, sie sich immer vor Gott wegbewegen. Würdest du dich denn als reinen Lichtkrieger oder so bezeichnen? Überhaupt nicht. Lichtkrieger, das klingt für mich total nach so einem New Age-Typen. Ja, okay. Also Lichtkrieger, vielleicht wäre es eher einfach ein Mann, der fürs Gute ist. Für die Wahrheit. Ich glaube, es führt aus der Balance, wenn du dich für die eine oder andere Seite entscheidest. Sorry. Ja, also ich glaube, dass das Gute das Schlechte nicht braucht. Ja, ich weiß, dass es diese Lehre gibt und ich kenne das alles und finde es hochinteressant. Also auch die Manichäer, die ja so die neben den Katharern vielleicht so die radikalsten Gnostiker waren, die hatten auch die Theorie, das geht so ein bisschen in deine Richtung dann sogar, dass das Licht im ewigen Frieden ruhte, ja,
Das Licht, das ist auch vollkommen passiv, weil es ist ja so friedlich, dass es nichts braucht. Und nur die Finsternis, die im ewigen Kampf gegen sich selber war, ist irgendwann zum Licht gekommen, ja, und war so neidisch, dass sie das Licht so lange angegriffen hat, bis das Licht reagieren musste, ja. Und so ging dann die ganze Schöpfung los, ja. Das heißt, ich kenne das Argument, ich kenne die Geschichten. Meine persönliche Erfahrung ist, dass du immer, sobald du dich für eine Seite entscheidest, dass es dann schwierig wird. Weil weißt du, das ist einfach der Hermesstab, das sind die beiden Schlangen, das ist praktisch, das ist diese Polarität, die du in dir vereinen musst. Ja, und ich würde auch nicht von Enlightenment sprechen, sondern Enlightenment könntest du genauso gut Endarkenment nennen. Das heißt einfach, du hast dir alles angeschaut, hast gemerkt, okay, es ist weder das noch es ist das, sondern es ist irgendwo hier. Ja. Es ist irgendwo, ich versuche zu dieser Klarheit zu kommen, zu dieser Klarheit, die in der Mitte ist. Und ich würde ganz und gar nicht sagen, dass Meditation was Satanisches ist. Also klar, da gehen wir vollkommen auseinander, weil ich verstehe das Argument, wenn du dich leer machst, wenn ein leeres Gefäß da ist, dann kann etwas in dich reingehen. Ja. Aber das könnte ja genauso gut das göttliche Licht dann sein. Also weil grundsätzlich stimmt das Argument. Grundsätzlich ist es so, dass Meditation nicht frei ist, nicht frei von Risiken. Das stimmt schon. Also all ja, diese Dinge, all diese Praktiken werden dir verkauft, als ob da kein Risiko, als ob da kein Risiko dabei ist. Das stimmt nicht und da gehe ich vollkommen mit. Ja, es kann sogar auch diese ganze Achtsamkeit, wo ich erstmal sage, das unterschreibe ich, kann ja führen zu so einer Spirale, wo man sich möglicherweise selber fertig macht, weil man irgendwie nicht genug im Jetzt ist oder so. Das ist auch unterschiedlich, ja. Und trotzdem glaube ich, dass jede Praxis, die dich raus aus dem Kopf führt und ein bisschen also raus aus dem reinen Entscheiden vom Hirn her, rein ins Herz, rein in den Körper, dass das erstmal, dass man das nicht als satanisch bezeichnen kann. Also da sind wir auseinander. Rein ins Herz, ja, absolut. Also rein ins Herz zu gehen, ist nicht satanisch. Ja, aber das ist ja der ist ja zum was Beispiel du in der Meditation machen willst, ist ja, dass du das Körper beruhigst. Das Herz verhärten und statt Menschlichkeit und Liebe kommt dann Hochmut. Und wenn man zum Beispiel als Magier das kleine bannende Pentagrammritual jeden Tag macht oder das kabbalistische Kreuz zum Beispiel, dann tut man im Endeffekt energetisch nichts anderes, als das Herz sozusagen energetisch zu verschließen. Also das Satanische verschließt das Herz und verhärtet es, dass man sozusagen, dann wird man narzisstisch und hochmütig und stolz und Gott tut eher das Herz wieder aufmachen, das wir durch negative menschliche Erfahrungen oftmals schon verhärtet haben. Und deshalb fangen die Leute zum Beispiel auch immer an, oder sehr oft, wenn sie früher schlechte Sachen gemacht haben und sie beten das allererste Mal nach 10, 20 Jahren oder so, dann fangen die Leute sehr oft an zu weinen, weil sozusagen das erste Mal das Herz und die ganzen Emotionen wieder angehen und sich das dann komplett reinigt. Ja, habe ich aber auch schon ganz viele, doch viele Techniken erlebt, die du jetzt als satanisch beschreiben würdest, also durch Breathwork oder durch Kundalini-Yoga oder durch Schamane, ja. Da passiert ja dasselbe. Es ist was ganz Spannendes, wo ich zum Beispiel auch, lass uns bitte darüber reden, weil ich will da unbedingt die Wahrheit hören, vielleicht das heute zufällig irgendwie, und zwar, was mir aufgefallen ist, also bei den Energiearbeitssachen, oder, dass sie sehr powerful sind, aber dass, wenn man zum Beispiel zu viel Energie sich reinzieht, ist ja sehr verführerisch, oder viel Lebensenergie haben, die strahlende Augen, eine riesen Aura, die jeden in den Bann zieht und so weiter. Das kann man ja erreichen durch kluge Energiearbeit. Dass das halt sehr berauscht auch und man sehr oft eben dann ja die Realität ein bisschen verfälscht und zum Beispiel sich viel mehr zutraut, als man zum Beispiel kann, bis man dann. Das ist zum Beispiel mir aufgefallen. Was sagst du dazu? Also, dass wenn man zum Beispiel zu wenig Lebensenergie hat, dann ist scheiße. Das ist eh klar. Aber wenn man zum Beispiel sich auch künstlich welche reinzieht, also zum Beispiel, indem man halt jeden Tag vom Kosmos oder von der Mutter Natur oder irgendwo halt Qi einatmet, oder? Und probiert es halt in seine Aura zu integrieren und so weiter. Ja. Oder irgendwo hin, wo man es gerade braucht, in irgendein Chakra oder etc., dass man dann halt voll am Start ist, oder? Aber zum Beispiel irgendwie halt nicht mehr ganz in der Wirklichkeit ist, sondern zu sehr sich überschätzt und so weiter. Ja, aber liegt da die Antwort nicht auf der Hand?
Also, weißt du, was kann die Antwort anders sein, als sei da halt ein bisschen sanft mit dir, zieh dir nicht zu viel rein, aber es ist grundsätzlich nicht böse, weil es halt einfach die Frage ist, ob du den Generator überhitzt oder nicht. Ja, macht Sinn. Ja. Weißt du, schau, wenn wir, ich streite überhaupt nicht ab, dass wir drehen uns hier irgendwo auch ein bisschen um das Thema Narzissmus. Und ich würde niemals abstreiten, dass das die Kernseuche unserer Zeit ist. Und auf der anderen Seite allerdings, ja, ich weiß, es ist ja Narzissmus, da gibt es ganz viel auf YouTube, so Narzissten, Psychopathen, die sind überall, ne? Kannst du auch jedem vorwerfen, sicher jedem YouTuber. Dass es dennoch so ist, ähnlich wie bei dieser Geschichte mit dem Baphomet, mit der Wokeness, mit dem, was du falsch verstehen kannst und richtig, dass auf der einen Seite Narzissmus zu all diesen Trips führen kann, die du gerade beschrieben hast, ja, die halt immer so, Ikarus ist zu dicht an der Sonne und bumm, und für die anderen ist es auch nicht sonderlich angenehm. Und trotzdem ist es auf der anderen Seite so, da gehen wir vielleicht ein bisschen auseinander, weil du von Luzifer sicher kein positives Bild hast. Luzifer ist jemand, ähnlich wie das Internet oder wieder Internet oder Social Media ist für mich ein großartiges Beispiel, weil Luzifer hat für mich mit Erkenntnis, mit Gnosis, mit Ideen zu tun. Es gibt manchmal Dinge, deswegen wurde Prometheus auch bestraft in der Mythologie. Es gibt manchmal Ideen, die waren der Menschheit zu früh gegeben. Oder die denkt sich der Geist aus, wie die Atombombe, aber es ist irgendwie, keine Ahnung, ob es die Zeit war, aber es ist, die Menschen sind noch nicht bereit, mit dieser Energie umzugehen. Und deswegen, klar, wird Luzifer und auch so oft verteufelt, ja, weil es die falsche Zeit ist und dann hast du eine Maschine, für die du noch gar nicht bereit bist und dann geht das Ganze in eine verkehrte Richtung. Und Aber siehst du, ja, na, entschuldige, trotzdem ist es eben so, kein Problem, Tizian. Trotzdem ist es eben so, dass ich denke, auf der einen Seite ist es vollkommen verständlich, wenn man diesen Narzissmus überall sieht und ihn verteufelt. Und trotzdem muss ich sagen, und beschreib mir gern, wie du das siehst. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinen Experimenten, nennen wir es mal so, da ist es schon so, dass ich am Ende des Tages gesehen habe, ja, natürlich geht es darum, für den Menschen sich irgendwo zu vergöttlichen. Weil was wäre denn die Alternative? Also was ist denn sonst? Was ist denn der Mensch ansonsten, wenn nicht eigentlich irgendwo ein Gott? Und ich weiß, wie schwierig, klar, kann man auf einen Trip geraten, aber was sind wir denn sonst? ja, kein Also du Gott. spürst doch das in Menschen, dir. die Fehler machen und nicht perfekt sind und von einem Gott gemacht worden sind und da wieder in die Einheit zurückkehren können. Ja, aber du sagst doch selber, du strebst nach dieser Einheit. Also wir müssen doch Ja, dann ein Teil von ihm sein. Das ist weiß doch. nicht, dass ich die Chuzpe besitze, zu sagen, ich bin Gott. Weil man kann ja, das ist ja ganz einfache Sache. Ein Mensch hat unglaublich, lebt ganz kurz. Kann ja nicht viel bewegen, sogar die größten Reiche stürzen wieder zusammen und so weiter. Und da gibt es den, der was das komplette Universum in ein paar Tagen erschaffen hat, und dann stellt man sich mit dem auf die gleiche Stufe. Ich meine, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Und das ist ja die Ursünde sozusagen, die was ja auch diesen gefallenen Engel vom Diener Gottes zum Gegenspieler gemacht hat, weil er eben den Hochmut besessen hat, zu sagen, ich bin so schön, warum bin ich eigentlich nur Platz 2 oder 3, sondern warum sitze ich nicht auf dem Thron? Und jetzt fange ich an. Und aus dem ist ja der ganze Krieg da entstanden. Aber das ist ja nur die Geschichte, das ist ja nicht deine Erfahrung. Das ist ja nur die Die Geschichte, Erfahrung ist dass du sagst, definitiv, der hat dass das die da Leute, erschaffen die und mit wir sind diesem so Wesen ohnmächtig. arbeiten, extrem narzisstisch werden. Ja, aber ich glaube Kennst du tatsächlich, einen dass. Magier, der kein Riesenego hat? Ich Ich bin kenne nie, keine. ich bin nie, ich bin nie in diese okkulten Logen tatsächlich reingegangen, weil mir das von Anfang an klar war. Weißt du, du musst ja Ja, nur. aber du kannst ja, Du aber hast zum. schon recht. Ja, pass auf, pass auf. Wenn du über den Ordo Templi Orientis und diese ganzen Dinger nachliest, dann werden dir zwei Dinge klar. A,
ganz, ganz viel davon war Geheimdienstarbeit, ja. Ist ja auch, Crowley ist nur ein Beispiel, wo du aber nie weißt, wo, auf welcher Seite der stand. Der hat für den International geschrieben, deutsche Propaganda gemacht, damals im Ersten Weltkrieg, hat aber selber dann behauptet, es war schon wirklich für Deutschland. Das heißt, wenn, dann war Crowley so eine Art Doppelagent, ja. Und solche gibt es da ganz viel. Und der OTO, der Golden Dawn, ja, das hat alles ja nur 8 bis 10 Jahre funktioniert, weil du hast da so eine Energiekonzentration, ja, genau, wo diese Egos aufeinander prallen, dass du froh sein kannst, wenn es überhaupt 8 Jahre funktioniert. Heute sind wir so weit und deswegen war ich da nie drin, weil ich von Anfang an wusste, das brauchst du dir nicht geben. Wenn, dann gehst du irgendwo den Weg, wo du dich selbst in die richtigen Situationen oder eher schaust, dass du persönlich die richtigen Individuen kennenlernst, aber nicht da irgendwo reingehst. Ja? Ich glaube allerdings, dass wir durchaus in eine Zeit reinkommen und das ist jetzt spannend, weil Pluto in den Wassermann geht und danach in den Fisch. Ich bin durchaus der Meinung, dass sowas funktionieren kann, dass es aber von der Reife abhängt. Also das ist einfach was Saturnisch-Plutonisches, ja. Schau mal, wir sind durch diese ganze Konditionierung von Hollywood und was auch immer, ist praktisch jeder, kriegt das ja mit der Muttermilch rein, diesen Narzissmus. Und weil du das praktisch bei jedem hast, greifen diese Mechanismen halt. Aber das muss doch nicht zwangsläufig so sein. Also auch eine okkulte Loge muss nicht zwangsläufig schildern. Und ja, ob ich einen Magier kenne, der persönlich, ja, einen, aber sonst auch niemanden. Ja, klar, gebe ich dir vollkommen recht. Und es ist schon so, dass die Kraft, die ich kennengelernt habe, die Leute eben da wieder rausbringt und mehr eben humble macht sozusagen, menschlich, bodenständig, liebevoll, das war halt Gott. Ja, weißt du, gegen diese Qualität ist ja nichts einzuwenden. Das Ding ist nur, ich sehe das Leben wie so eine Art von, ich weiß nicht, wie du das, siehst du das Leben überhaupt als so eine gewisse Evolution? Also meinst du überhaupt, dass gerade irgendwas passiert, wo wir uns nach oben entwickeln oder wo evolutionär der nächste Transformationsschritt passiert? Oder? Evolutionärer, ja. Prozess. Ja. Und Evolution ist ja das Göttliche und Involution ist ja das Satanische sozusagen. Okay, okay. Also du siehst schon auch, dass da irgendwas nach oben geht, dass sich Mensch irgendwas weiternimmt. Deshalb sind ja auch, deshalb wollen ja auch zum Beispiel die richtig badass Black Magicians immer diese, je älter, desto besser, weil je älter die spirituellen Traditionen sind, desto böser und so weiter sind sie oft. Und das sieht man ja auch, also es haben sich ja auch bei der Menschheit die spirituellen Traditionen immer, sind ja auch immer sozusagen reiner geworden und immer besser. Und das ist vielleicht auch noch die Antwort auf die Frage vorher, wo du gemeint hast, ist der alttestamentarische Gott der Böse oder so? So wie ich das jetzt, so, das habe ich früher auch geglaubt. Genau dasselbe habe ich sogar noch vor einem halben Jahr oder so im Video ganz hart gesagt. Mittlerweile sehe ich das so, dass Gott sich sozusagen dem Niveau der Menschen angepasst hat und dann über die Jahrhunderte halt immer reiner wurde. Also sozusagen beim Judentum, da war es noch ganz tough, aber das war schon reiner als die Ägypter oder die Paganen oder Ding und Christentum und so weiter. So sehe ich das. Also dass das sozusagen auf das Niveau der damaligen Menschen sich angepasst hat, aber schon reiner war als die bisherige spirituelle Tradition. Und ich glaube auch, dass das so weitergehen wird, dass irgendwann wieder eine neue Lehre kommt oder so, was dann noch reiner und noch göttlicher und noch besser ist. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja, weißt du, als wie, wenn man jetzt bei dem bleibt, was du noch früher gedacht hast, dass man sagt, dieser alttestamentarische Gott ist möglicherweise sogar das, was andere als Satan bezeichnen würden oder so. Wie weit man das dann praktisch als böse bezeichnet, das ist wirklich, das ist eine Frage, wo ich auch sage, da ist das Ergebnis, das haben auch die Gnostiker ganz unterschiedlich gesehen, weil das ist wirklich für mich wie, wenn ich mir Jupiter anschaue, ja. Also das ist praktisch eine Energie, die nicht weiß, was möglicherweise über ihr steht, wenn man es so sieht. Ich weiß, für dich ist das der Höchste, ja. Und das, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, diese Spirale, ne. Da, wie gesagt, da glauben wir beide dran. Okay, es gibt diese Spirale, irgendwas geht irgendwohin, ja. Manche würden es 5D nennen.
Nee, ich glaube, das ist mal in 5D. Ja. Das ist ein Hirngespinst von irgendwelchen Leuten, was sich nicht Ja. der Realität stellt. Blu-ray, Starseeds, es gibt viel, ja. Auf jeden Ja, Fall. genau. Ist doch alles cool, aber da sind wir doch uns einer Meinung, oder? Das ist doch alles Blödsinn. Ja, ich höre mir alles an. Aber auf jeden Fall, diese Ah. Spirale geht irgendwo nach oben. Ziel noch unbekannt. Und trotzdem glaube ich, dass eben in dieser Spiralbewegung nach oben, weißt du, dass es praktisch immer so einen minimalen Ausschlag hin zum Guten gibt. Aber dass du selbst, weil ich kam auf den Gedanken eigentlich durch das, was du geschrieben hast mit der Bodenständigkeit, humble im Englischen, ja, dieses. Weißt du, da kann man ja nichts dagegen sagen. Also, wer soll da was dagegen sagen, der kein Psychopath ist? Natürlich sind das großartige Qualitäten. Ich glaube nur tatsächlich, dass man selbst in der Bodenständigkeit, wenn man sich was drauf einbildet, selbst daraus kann der Narzissmus entstehen. Das heißt, ich glaube, es ist immer wie so ein, weißt du, der menschliche Geist versucht sich ja, ne, allem zu bemächtigen und aus allem sich dann irgendwo auf den Podest zu stellen. Und deswegen Das glaube stimmt auf ich, jeden es Fall. kann immer nur, weißt du, so ein Stimmt. minimalen Ausschlag zum Guten hingeben, ja. Wo du sagst, so klar, ich glaube auch, dass das Licht gewinnt, aber praktisch so, ne, das ist halt diese Gut. Spirale und eigentlich bleibst du tendenziell in der Mitte, aber hast halt diesen Ausschlag hin zum Tugendhaften, zur, was weiß ich, zu dem, was Werte, was Ritterlichkeit ist, ja. Cool. Ja, Ritterlichkeit ist gut. Ja, schön, da können wir uns treffen, ne? Ja, und bei den Werten treffen wir uns ja auch, weil wir ja alle, schau mal, jeder Mensch will ja eigentlich das Richtige und das Gute. Es gibt ja, also fast alle Menschen wollen im Endeffekt ja eigentlich das Richtige tun. Ich glaube, es wird jetzt wenig Leute geben, die sagen, na, ich bin dagegen, dass Leute die Wahrheit sagen, ich will, dass sie lügen. Ich bin dagegen, dass Leute, keine Ahnung, was bieten. Ich will lieber, dass sie betrügen und Ding. Das wird jetzt wahrscheinlich wird es wenig geben. So. Also im Endeffekt wollen wir ja alle das. Das Ding ist nur, wir müssen halt aufpassen, dass wir uns am Weg dazu halt nicht so sehr vielleicht von falschen Einflüssen daran ein bisschen durcheinander bringen lassen. Kommt, weil ich glaube halt, dass diese Werte und diese Dinge Gott gewollt sind und dass Gott das in den Leuten fördert und ja, dass das der Weg zu Gott ist. Moralisches Verhalten und wie sagt man, repenten, Repentance, ist das irgendwie Vergebung, sowas die Richtung irgendwie, ne? Vergebung. Büßen irgendwie sowas. Ja, genau, einfach sozusagen sie auch einzugestehen, dass man halt auch Fehler macht. Also nicht sozusagen annehmen, ja, okay, der verzeiht eh alles so, kann ich ernst nehmen, sondern das dann auch ernst meinen, sozusagen. Dass man einmal sagt, okay, ich habe schon mal schlechte Sachen gemacht und es tut mir aufrichtig leid. Ja. Ja, ich bin mir sicher, dass es gewisse Dinge gibt, die sind zeitlos auf jeden Fall. Und ich meine, das Und ist ja auch eine gute Eigenschaft, oder? Wenn Leute einen Fehler machen, dass sie dazu stehen und sich das eingestehen. ich würde doch sagen, ja, auf jeden Fall. Was das Einzige, wo ich halt sage, denken wir möglicherweise ein bisschen auseinander ist, aber auch gar nicht überall. Ich glaube halt, das, was, weil das siehst du auch in vielen New Age-Gruppen, nicht nur im Christentum oder so, dass es da ja ganz oft geht, dass alle sich so einem kollektiven Feld hingeben, ja. Und ich glaube, dass man immer diese Balance braucht als Mensch. Also ich glaube, als Mensch, weißt du, wie man so dualistisch aufgebaut ist, ne? Man hat ja von allen irgendwie zwei Hände, zwei Füße und so weiter. Man ist wie so ein Spiegel, wie was, was immer im Balance bleibt. Und ich glaube, es ist vor allem diese Balance zwischen Individualität und dem, dass ich mich eigentlich dem Kollektiv hingeben möchte. Also weißt du, dass ich wie mit der Menschenmenge verschmelzen möchte, irgendwie jetzt beim Gottesdienst oder beim Konzert, ne, ist eigentlich genau dasselbe von der Energie ja gewissermaßen. Weißt du, wie ich meine, ne? Findest Ich du? glaube. Ein Gottesdienst und ein Konzert sind dasselbe. Nein, aber von dem, Es was ist das passieren kann, absolute verstehst du? Gegenteil. Also wenn du Ja, 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 wenn ja. ich jetzt heutzutage auf ein Konzert gehe von Lil Uzi oder halt die Weltstars Ah, heute, da gehe ich Taylor ja nicht Swift, hin. Madonna Ja, ja. etc., habe ich ja Exe auf der Ah, Bühne. gut, da jetzt nicht. Ah, schon, okay. Ah, Und ja. ich Ja, sage zu auch guten ganz ehrlich, Bands. also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde auch diese evangelikalen Christen in Amerika auch nicht so super. Die war so voll, yeah. Und dann, wo die Leute so ein Konzert machen, sozusagen als Gottesdienst. Also,
das fühlt sich nicht ganz richtig an. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel, musst du mal ausprobieren, so einen orthodoxen Chant zum Beispiel anhöre, von so russisch, also aus der russisch-orthodoxen Kirche oder so, das fährt einen in die Seele, das richtig hart. Und sowas gefällt mir halt mehr. Ja. Ja, ja. Hast du da Wurzeln oder ist das einfach nur so eine persönliche Vorliebe irgendwie? Meine persönliche. Ja, okay. Soll ich gerne abspielen, ganz kurz. Magst du hören? Es ist ja, musst du wissen. Also wenn man es hört, müssen ja die anderen auch irgendwie hören. Aber yes, ich kann. Warte. Ich finde das wirklich schön. Aber habe ich es jetzt? Beispiel. Ja, aber hey, bin ich bei dir, großartig. Aber findest du nicht auch, schau mal, das klingt doch auch so, als käme es total aus der Erde. Das ist doch eigentlich was, ich weiß gar nicht, ob manche Evangelikale das dann als dämonisch empfinden würden oder so, aber das ist ja was, weißt du, das ist ja was sehr, sehr Tiefes irgendwo, ja. Ja. Diese mittelliche Energie mit dabei, aber großartig, hat mir gut gefallen. Vielleicht müssen wir dann da auch irgendwie die Ansicht ändern, weil ist tief wirklich dämonisch oder nicht einfach so der väterliche Teil von Gott, das männliche Prinzip? Ja, oder das weibliche, also ich habe es jetzt eher als weil, weißt du, das als sehr erdig empfunden, sehr aus der Wurzel irgendwo, ja. Nee, aber klar, natürlich, also so simpel darfst du da nicht denken. Jetzt, aber das ist ja, natürlich, jetzt wollte ich noch was abspielen, aber jetzt ist genug. Ja. Nee, jetzt reicht das mal. Ja. Ja, nee, klar, also bei dem orthodoxen Chant, da kommen wir auf einen Nenner, würde ich sagen. Gefällt mir auch sehr gut, ja. Ja. Magst du, gibt es noch irgendwas Spannendes? Oder? Ja, nee, ich bin soweit auch super zufrieden. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Tizian hat mich sehr gefreut. Und willkommen. Ich kann nur noch mal sagen, weißt du, mein Werkzeug, mit dem ich die letzten Jahre viel gearbeitet habe und was ich auch beruflich mache, ist halt Astrologie, ist Human Design, weil ich halt tatsächlich an das Individuum glaube irgendwo, ja. Und trotzdem, ich glaube, dass man es nicht generalisieren kann. Ich kann mir aber vorstellen, dass du zum Beispiel genau auf dem richtigen Weg bist, ja. Würde mich interessieren, wo es dann praktisch in 6, 7 Jahren ist oder so, ja. Aber trotzdem, also super spannend. Also ich verurteile das absolut nicht, ganz und gar nicht. Ich finde das spannend. Und ich unterhalte mich da mit jedem super gerne. Und deswegen danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. War angenehm. Vielleicht, wenn jetzt die Leute so meinen Kanal sehen, magst du deine Kanäle noch kurz sagen, deine, wo man dich findet, wenn man sich für dich interessiert? Ach so. Ja, danke. Also die Nachtmeerfahrten laufen ja auf Radio Emergency. Ja, es gibt radioemergency.de, aber Radio Emergency hat auch einen YouTube-Kanal. Elistan Snowley ist ja mein privater YouTube-Kanal, ja, wo ich schauen mal, wo ich, wie gesagt, ich mag schon so Gespräche machen Spaß, ja, selber produzieren ist immer diese Arbeit, da wird hoffentlich mehr kommen, aber wie gesagt, Radio Emergency läuft schon, ja, alle 2 Wochen Nachtmeerfahrten. Aber wie gesagt, dieses Jahr versuche ich meinen Kanal richtig an den Start zu bringen. Du weißt ja jetzt auch, ne, da braucht man so eine gewisse Disziplin, ja. Muss ich wirklich sagen, so, hey, jede Woche oder alle 2 Wochen kommt was, egal ob es dann nicht ganz perfekt ist, weil ja, du hast recht, wir Menschen, wir machen Fehler. Und ich bin da leider auch so, ich bin da immer nicht zufrieden und dann sage ich, komm, naja, auf jeden Fall, das lerne ich auch noch. Und ansonsten, die leistansnowly.com ist eben meine Webseite. Also weißt du, wo ich halt Astrologie, Human Design anbiete. Genau, das kannst du dann anzeigen. Danke dir. Super, okay. Und die Leute, was es auf deinem Kanal sehen, also mein YouTube-Kanal ist Tizian Schneider und meine Webseite wäre Wahrheit Tirol. Da mache ich so journalistische Aufklärungsarbeit, was auf der Welt passiert. Und genau, und da sieht man dann noch
einmal Steckbriefe mich und einmal noch Einheit Tirol. Das ist sozusagen mein Netzwerk für junge Männer, wenn das jemand interessiert. Ja. Ja, dann danke fürs Video. Schönen Abend noch und an die Zuschauer, macht es gut. Bis bald.